Ja, dann eigentlich bloß nach dem hier sagen. Automatisch. Viel Spaß. Den anderen beiden noch automatisch sagen und dann geht das eigentlich klar hier. Ja, auch automatisch. Traumhaft. Ballert der hier einfach so rum? Was ist denn da oben wieder los? Oh, du. Wer hat bekloppt? Ja. Schieße wir ab. Schieße einfach ab. Ja, neuen Strom bitte hier hin. Danke sehr. Funktioniert das hier wieder alles? Oh Mann. Das war nicht so geplant und auch nicht so überlegt. Aber hier ist jetzt Ruhe. Nee, ist nicht. Ja, da sind sie. Und wollen mir auf den Sack gehen. Ich muss jetzt hier erstmal ein paar Truhen hinstellen, wo wir Zeug reinstopfen. Das wir jetzt gerade nicht brauchen. Aber irgendwann mal. Damit ich da das Holz ernten kann. Ja, ein bisschen davon rein. Der kann da rein, der auch. Gut. So, Posten freiräumen. Auf geht's. Das ganze Holz, oh. Ich habe gedacht, ich habe mehr Speicherplatz als nur so ein bisschen. Ja, hier alles da rein. Genau. So, und weitermachen, Jungs. Das muss alles weg hier. Hat er schon wieder geschossen? Ist ja echt verrückt, ey. Na hier, komm hier hin. Genau. Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Was ist jetzt? Alarm? Keine blauen, ja. Wissen wir. Müssen wir auch irgendwann nochmal einen Angriff nehmen. Jo, jo, sehr gut Spiel. Ich weiß. Ist alles nicht so einfach hier. Ich stopfe das alles da rein, dann ist das gut. Jetzt ist die Frage, wohin mit dem Bahnhof? Weil wir hier ja auch. Brauchen wir hier wieder vier? Eigentlich nicht, ne? Ich denke so sehr. Der ist gar nicht so groß. So groß ist der gar nicht. Und man könnte den nach hier oben machen. Dann werden auch nicht so viele Linien. Dann machen wir die auch wieder in blau. Ja, da sind Gegner. Kämpfen sich langsam hier hoch durch den Busch. Ach, die machen den Busch sogar kaputt. Das sind ja genau solche Umweltvernichter und Verschmutzer wie ich. Oder sogar noch schlimmer. Kollegen da. Sieht es denn eigentlich hier mit Bäumen aus? Bäume sind super, ne? Hier ist weit und breit nichts mehr. Ach doch, hier, tote Bäume. Wobei, die sind gar nicht tot. Verrückt. Die überleben das. Diese Tortur. Ja, was ist denn jetzt? Ein Objekt beschädigt. Oh, und wie? Ja, der kriegt da halt von der Links Besuch, ne? Müssen wir mal wieder freiräumen. Irgendwann. Wie machen wir das hier? Der ist echt nicht so groß, wie ich das gedacht hätte. Obwohl, geht eigentlich. Wenn wir jetzt hier von oben nach unten machen, werden das 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht 6 Linien. Dann könnte man in 6 Achter machen, ne? Vielleicht. Wollen wir das? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich würde ich dann 6 auf ja, 4 machen. Misch schon, ne? Machen einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Das gefällt mir nie ganz so. Mach hier hin. Ich muss mal näher ran, sonst sehe ich nicht, was ich hier tue. Hier, das passt. Okay, mach hier hin. Achso, jetzt bin ich hier oben. Der ist eh ne Fürzel, hier wurde jetzt nie abgebaut. Ist mir aber sowas von. Pups. Soll es halt. Wenn es da bleiben will, soll es halt da bleiben. Ja, hier. Das so nicht. Ja, machen wir mal weg. Hier, die ganzen Strommasten können auch weg. Das muss ja alles nicht sein.
Oh, war ich schon wieder kein Platz im Inventar. Mach mal so. Dann ist das nicht ganz so übertrieben. Okay, hier passt noch eine halbe Sache passt hier dann noch dran. Das ist eigentlich ganz okay. Das reicht nicht, das ist interessant, okay. Na gut. Hier nochmal. Blub. So, gut. Alles da, was wir brauchen. Jetzt müssen wir bloß noch das Zeug aus dem Zug rausholen. Jede Menge davon. Und davon. Dann noch ein bisschen hiervon. Ich mache jetzt hier doch bloß einen Bahnhof, habe ich mich gerade entschlossen. Der Bahnhof wird hier unten sein, damit ich hier... Also hier ist der Bahnhof dann. Das hier ist das Wartegleis quasi. So wäre die Idee jetzt, so spontan. Hier ist jetzt alles da, was die brauchen. Ja, ist okay. Das heißt, hier die Bäume, hier müssen mal aus dem Weg. Die sind auf jeden Fall im Weg. Wir brauchen jetzt ein 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf 4er. Das werden wir bestimmt einen, da werden wir bestimmt einen finden. So, wo ist er? Pass auf, hier. 6 auf 4. Mal 6, 6, 6, 6, 6, haben wir hier. 6 auf 4. Wir machen jetzt nämlich 6 rote auf 4 blaue drauf. Einfach hier runter. Da ja hier unten unser Teil dann hinkommt, können wir eigentlich hier so... Sag mal so. Einfach hier so hin. So. Wie gesagt, erstmal hier von... Von dem Abbau kommt eigentlich bloß erstmal ein roter. Was jetzt nicht so schlimm ist. Der wird dann halt in blaue reingestopft. Auf blaue aufgeteilt oder so. Und die blauen gehen dann in den Bahnhof, der mit Stack-Greifarmen funktioniert. Und dann sollte das eigentlich genug Durchsatz bieten. Sodass das Ding hier ordentlich abgearbeitet werden kann, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt. Das wäre zumindest hübsch, wenn das so klappen könnte. Oh ja, du kannst da eigentlich gleich bleiben. So, auf jeden Fall sind die roten schon mal angeschlossen. Jetzt, ja, du weg. Der Baum da auch weg. Hier kommt dann wieder unser Durchsatzzähler hin. Genauso wie da oben, auch mit dieser Funktion, die sicherstellt, dass der auch... dass es, falls es einen Rückstau gibt, dass der nicht Alarm schlägt, weil das bringt uns ja nichts, das wollen wir ja nicht. So, was haben wir hier? Nimm das auch mal rüber, bitte. Wir haben noch Platz, das ist ganz nett. Das passt hier lang. Hübsch. Ja, das machen wir doch glatt so. Hier, wunderbar. Okay, wie ich den dann zurückkriege, muss ich mir nochmal angucken. Aber soweit ist das ja erstmal schon mal gut. Wir brauchen jetzt einen Bahnhof hier. Können wir ja eigentlich ja hier hinstellen, ne? Weiter muss der nicht. Dann brauchen wir... Zug und Beladestation. Okay, da müssen wir jetzt kurz mal hier in unsere Kisten gehen, die wir da haben. Und hier das ganze Holz da rein. Wunderbar, weg damit. Kann ich dann verbrennen und verfeuern. Der ganze Mist kann weg. So, das hier nehmen wir mit. Brauchen wir nämlich jetzt. Wie brauchen wir das? Schön, dass wir das hier mit eben mal aufgebaut kriegen. Das macht die Sache doch sehr angenehm. Einzug. Einzug. Hier sind dann jetzt doch bloß zwei Züge, die hier arbeiten, weil das Ding doch nicht so groß ist, wie ich dachte, dass es ist. Wir können hier aber noch drei Züge draus machen, wenn wir wollen. Das Wartegleis ist eigentlich nicht lang genug dafür, aber... Mal gucken, ne? Mal gucken. Vielleicht kriegt man es hin, wie gesagt. Vielleicht klappt es so, ja. Das funktioniert. Der ist rot, so wie das sein soll. Hier kommt auch nochmal einer hin. Das ist ein Zug, wunderbar. Dann müssen wir mal gucken, wo jetzt hier dann der nächste wäre. Und dann der letzte. Kann ich eigentlich schon machen? Ja, da, genau.
1, 2, 3, 4, das passt doch wunderschön. 5. Und dann machen wir hier einfach unseren Trenner hin. Hier, wunderbar. Dann passt das. Und dann kann hier oben noch der letzte halten, so wie er jetzt hier gehalten hat. Und dann ist das wunderbar. Dann haben wir 3 Züge. Oder können hier 3 Züge haben, die das Ding versorgen, beliefern, was auch immer damit machen. So, wir brauchen unsere Beladestation. Bop, bop, bop. Hier hämmern sie gerade schön. Jawohl, Render. Ja. Da sind sie. Die Stackgreifarme müssen hier natürlich auch nochmal zum Einsatz kommen. Nein, wieder zu weit. Aber das macht ja nichts. So. Wir haben Stackgreifarme, wir haben keine Truhen. Fehlt noch was? Ne, die Truhen waren das einzige, okay. Dann kann ich jetzt eigentlich bloß noch hoffen, dass ich genug blaues Band mit habe. Ansonsten muss ich nochmal wiederkommen. Da hätte ich keinen Bock zu. Nein. Hätte ich keinen Bock zu. Ich hätte das nämlich jetzt gerne eigentlich fertig. Aber das sieht nie gut aus. Oder? Hm. Vielleicht haben wir Glück. Es wird auf jeden Fall knapp. Knapp, knapp. Oh, es reicht. Ah. Sauber. Gut. Wunderschön. Der hat sein Zeug. Schutz müsste ich mir jetzt hier noch überlegen. Bevor wir mal den einschalten. Der hat ja auch alle seine... Ja, das kann mal wegkommen. Damit ich hier sehe, was ich hier überhaupt tue. So, weiter müssen wir eigentlich nicht mit dem Schutz. Wie gesagt, nur der Posten wird geschützt. Die Züge hier... Wenn wir den Posten uns hier auch noch nehmen, dann sollte das eigentlich funktionieren. Ohne große Probleme. Ja, ich muss mal kurz das Holz ablegen hier. Holz weg. Habe ich den? Den habe ich noch. Ah, das ist ja wunderbar. Dann nutzen wir den nämlich gleich. Einfach hier so. Da. Gut. Wunderbar. Oh nein, ich bin außen. Schadam. So, hier. Das geht jetzt relativ schnell mit den ganzen Blueprints und so Zeug. Macht die Sache doch schon angenehm. Wollen wir den hier noch mit ins Schutzgebiet reinnehmen? Wer denn das? Eigentlich so hier, ne? Mach das mal. Das funktioniert nämlich. Das kommt mit in das Schutzgebiet rein jetzt hier. Ach Mann, wo bin ich denn hier wieder? Dieser Busch, Und jetzt kommt die Frage. Die 1-Million-Euro-Frage. Was machen wir jetzt hier? Also wir könnten bis hierhin machen, das wäre aber zu kurz. Das nächste, was passen würde, wäre hier. Das wäre eigentlich zu weit, aber machen wir trotzdem mal. Und zwar machen wir hier dann weiter. Dann sind die relativ nahe an der Verteidigung dran. Also das hier oben muss natürlich irgendwie aus dem Weg geräumt werden. Das ist ja jetzt Humbug. So, weg da, genau. Kann sein, dass der jetzt gleich Strom kriegt und losarbeitet. Aber das macht nichts, weil der Schutz ist ja dann fertig. Dann kann der das auch gerne tun. Das passt auch, sehr gut. So, gut, fertig. Der hier kommt weg, der kommt weg. Das hier kommt auch weg. Jetzt müssen wir bloß noch zumachen, den Laden, ringsrum. Und dann kann es eigentlich losgehen, ne? Dann können wir den hier schon sagen. Hau ruck. Die Waschfrau. So. Blub, zu den Laden. Ah, hier sieht man wieder nichts. Kannst du mal den Busch hier rüber nehmen? Danke sehr. Die Bäume immer im Weg sind, um die Sicht zu versperren. Hier sehe ich auch nichts, aber das müsste jetzt zu sein. Nach bestem Wissen und Gewissen. Das hier sollte auch funktionieren. Wunderbar. Ja, dann sage ich mal. Hä? Der hat schon mal gearbeitet? Okay, verrückt.
Ist er hier, genau. Hol dir deinen Strom. Das ist alles miteinander verbunden. Das ist nice. Nice, nice, nice. Eigentlich bloß noch hier. Bop, alles arbeitet. Das wurde eingeladen, sehr gut. Jetzt muss ich bloß noch die Züge einstellen. Dazu können wir den hier mal aus dem Weg räumen oder fahren. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Hier, komm weg. Ja, sehr gut. Okay, der steht jetzt hier mal kurz im Weg. Das macht nichts. Doch, das macht was, aber ist mir wurscht. Ist mir gerade einfach wurscht. So, hier kommt nämlich noch einer hin. Weil ich mache jetzt doch hier gleich alle drei Züge fertig. Weil dann muss ich mich nicht mehr darum kümmern. Für die nächsten Äonen von Jahren. Was ist denn das? 1, 2, 3, 4, das passt. Wunderbar. Noch ein Zug dran. Einmal frei. So, dann holen wir uns noch schnell den Sprit. Sprit, Sprit, ja. Kriegt jeder 5 Stück, wie immer. Und dann kann es losgehen hier. Können die losarbeiten. Treibstoff. Ja, 5er. Treibstoff. 5er. Ich hatte eben mehr mit, als ich dachte, okay. Naja, gut, ist auch wurscht. Treibstoff. Treibstoff. Und nochmal Treibstoff und nochmal Treibstoff und dann sind wir fertig hier. Mache ich gleich die ganzen Zähne rein, dann sind sie weg. Das macht dann auch keinen Ärger mehr. Okay, was müssen wir jetzt hier einstellen? Ach, hier die Runde zurück müssen wir ja auch noch legen. Ja, sollten wir erstmal machen. Mann, bevor wir uns jetzt hier zu sehr freuen. Das heißt, der hier muss weg. Hier müssen die beiden aufgemacht werden, damit der hier erstmal durch kann. Und dann, ja, kannst du jetzt hier lang. Ach komm, dieser verdammte Wald. Legen den jetzt einfach hier hin. Der macht das von ganz allein bis hier hin. Was natürlich dann fehlt, sind Signale. Da müssen wir noch ein paar setzen. Ansonsten ist das eigentlich dann schon gut. Hier, machen wir da ein Signal hin. Hier hänge ich fest im Busch. Hohoho. Er hat sich gerade die Farbe geändert von dem Abschnitt. Deswegen dachte ich gerade, oh, jetzt fährt er in der los. Aber natürlich nicht. Das ist Unsinn. Okay. Sauber. Okay, der kann los, wenn er will. Dann stellen wir ihn bloß noch ein. Wie heißt du? Du könntest Kupferposten 5 heißen, weil den haben wir vorher weggemacht. Kupferposten 5. Dankeschön. Züge mit dieser Haltestelle im manuellen Modus. Also. Stimmt. Nee, du nicht mehr. Kupferposten 5 ist nicht mehr. Okay. Du gehörst jetzt hier dazu. Kupferposten 5. Bis Inventar voll. Und dann gehst du. Kupfererz ausladen bis Inventar leer. Dankeschön. Und das kopieren wir jetzt auf die anderen Bäden. Machen die nämlich dasselbe. So, hat es geklappt? Sicherlich. Gut. Ja, dann eigentlich bloß nach dem hier sagen. Automatisch. Viel Spaß. Den anderen Bäden noch automatisch sagen und dann geht das eigentlich klar hier. Ja, auch automatisch. Traumhaft. Hübsch, hübsch, hübsch. Okay, der kann jetzt hier die ganze Zeit durchackern. Gibt's irgendwelche, die nicht arbeiten? Ja, gibt's. Hier oben sind so ein paar, die... wo man eventuell mit Blau rangehen müsste. Hier stehen sie, aber ich denke, das ist okay, so wie es ist. Durchsatzzähler noch hin und dann ist eigentlich alles gut. Die Frage, wohin mit dem Durchsatzzähler? Ja, kein Platz hier. Ja, ist eigentlich nicht so einfach, aber krieg mal hin. Ja, da ist er. Wie rum muss denn das Ding? So rum. Eigentlich einfach so. Okay, wir brauchen einen konstanten, einen arithmetischen 6 Vergleicher. Einen konstanten, einen arithmetischen 6 Vergleicher. Okay, dann brauchen wir rote Kabel ein paar. Mach klein mal. Ja, da
macht noch. Hier können wir schon mal einstellen, was wir hier wollen. Du bist nämlich nicht blauer, du bist Kupferposten 5. Ja, Symbol ist natürlich dann das. Kupferposten 5 bist du. Symbol auf Karte anzeigen, Benachrichtigungen anzeigen, kenne Lautstärke, genau. So möchte ich das. Du gibst jetzt gerade Alarm aus, weil... Klar, du hast noch kein Signal. Das ist ja klar. Dann geben wir dir mal Signal. So, das funktioniert. Die müssen jetzt noch eingestellt werden. Kein aktivieren, deaktivieren, sondern pulsen. Bup, bup, bup. Genau. Jetzt funktioniert das ganze Gedöns. Was speichert der hier gerade? 300 alle 2 Sekunden. Hier ist nämlich wieder alle 2 Sekunden eingestellt. Machen wir wieder 60 draus. Festlegen. So. 155 gehen hier gerade pro Sekunde durch. Wir sagen dem hier nicht gleich 0, sondern kleiner 50 wieder. Kleiner 50, dann wissen wir, der ist auf dem Weg nach außen. Aber wir machen noch weniger. Komm, wir machen hier bloß 20. Weniger als 20, dann ist er auf dem Weg raus. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Failsafe für den Fall der Fälle, dass es einen Rückstau gibt. Dafür nehmen wir uns jetzt hier nochmal so eine Reihe. So. Sagen denen dasselbe wie hier. Du darfst natürlich laufen, aber ich hätte dich gerne gehalten. Okay, dann müssen wir mal gucken, was jetzt hier ankommt. Brauchen wir auf jeden Fall Strom bis hierhin. Was kommt hier? Blauer, rotes Kabel. Okay, hier kommt an. Irgendwas 20. 20, vielleicht sogar 30. Dann können wir das nämlich hier wieder mit drauf schmeißen, indem wir noch einen Vergleicher bauen. Dieser Vergleicher arbeitet hier. So, er vergleicht. Kupfererz ist kleiner als... größer als... Mach mal... 20? Ja, mach mal 20. Ne, Kupfererz ist größer als 20. Also gib ein E1 aus. Ja. E1, wo bist du? E1. So, der gibt jetzt natürlich noch nichts aus, weil er noch keinen Wert hat. Macht nichts. Hier, jetzt hat er Wert. Er gibt E1 aus, das passt, das E1 geht hier mit drauf. Wurde zu minus E1 und sorgt dafür, dass der keinen Alarm geben kann, solange wie hier eventuell auch nur ein kleiner Rückstau ist. Sehr gut. Gut, dann haben wir jetzt hier das eigentlich abgeschlossen. Wo sind die... Ach ja. Ja, ich wollte gerade sagen, wo sind denn die verdammten Züge? Man weiß es nicht, ne? Hier, gucken wir mal. Ja, die Kupferzüge müssten eigentlich irgendwann mal kommen. Ich weiß nicht, wo die rumstehen. Ich meine, die sind ja jetzt nicht hier. Das sind keine Kupferzüge. Wo sind denn die Kupferzüge? Hier steht auch irgendwas rum. Ach so. Hahaha. Ha. Du bist Hugo. Okay. Dankeschön. Nach Kupferposten 5 fahren. Und ihr macht das auch sehr gut. Und du kannst einfach heimfahren. Artillerie, auf geht's. Sehr gut. Nächster Kupferposten ist am Start. Wir haben Eisen am Start. Was wir jetzt brauchen, sind mehr Schmelzen. Danach werden wir wahrscheinlich mehr Schaltkreise brauchen. Und dann brauchen wir wieder von allen noch mehr. Was wir als nächstes noch machen könnten, wäre noch mehr alte Posten wegräumen. Hier hinten, der ist Geschichte. Eisenposten 1. Der war nie besonders groß, jetzt ist er auch noch weg. Hier haben wir noch einen fast Toten. Den hier will keiner haben. Ich muss immer hier hinten hin und wieder freiräumen. Hier oben auch. Das werden wir auch wahrscheinlich als nächstes machen. Wir fahren mal hier hin. Oh wei. Hier ist kaputt gegangen. Bitte Pause. Was ist hier los?